Antenne Frankfurt an ihrem Freitag und der Ball rollt wieder in der Hessenliga. Der SC Hessen Dreieich, der spielt morgen nämlich gegen den KSV Baunatal und ich spreche jetzt mit dem Trainer Rudi Bommer. Seit Januar 2016 ist er der Trainer beim SC Hessen Dreieich und in der letzten Saison, da ist er ihr Team gerade so dem Abstieg entronnen und derzeit, da sind sie Tabellenführer. Also was macht ihr Team da heute eigentlich anders? Viel anders waren wir eigentlich von der Trainingsauf- oder Intensität eigentlich gar nicht. Das ist ein ähnliches Programm wie in der letzten Saison, wo wir wirklich knapp dem Abstieg entronnen sind. Wir haben aber sicherlich Positionen, wo wir der Meinung waren, das waren die Schwachstellen in der Mannschaft, ausgetauscht. Und letztendlich spiegelt sich das ja jetzt wieder in der Tabelle. Okay, und am vergangenen Montag, da haben Sie und die Mannschaft ein ganz, ganz starkes Signal an den TSV Lenerts gesendet. Was ist Ihr Ziel für den Rest der Saison jetzt? Ja, die Jungs haben, denke ich mal, sehr gute Leistungen abgerufen. Und die Zielsetzung haben wir eigentlich von Anfang an so rausgegeben, dass wir im oberen Drittel mitspielen möchten. Ich denke, das hat die Mannschaft sich jetzt im Moment sehr gut erarbeitet. Aber die Saison ist noch lange und wenn wir uns so lange wie möglich da oben halten, ist es umso besser. Ja, und morgen steht ja ein sehr schweres Spiel gegen den KSV Baunatal an. Haben Sie einen Tipp für das Spiel? Ich kann nur einfach sagen, dass wir im Moment schon sicherlich auch mit den Gedanken dahin fahren, um die Punkte mitzunehmen. Aber wir haben auch ein bisschen Probleme im Team, das heißt Verletzungen, Kaiber wird ausfallen. Und wir haben ja zwei Nationalspieler, die ein Länderspiel haben. Und dann muss es halt eben auch wieder der Rest der Mannschaft machen. Aber das haben wir in den letzten Wochen auch ganz gut kompensiert. Aber wie gesagt, wir wollen punkten und wollen was mitbringen. In der Hessenliga rollt der Ball wieder der SC Hessen Dreieich. Der spielt morgen gegen den KSV Baunatal und wir drücken natürlich die Daumen. Antenne Frankfurt 95.1.